Wir wollten euch nur schon mal daran teilhaben lassen, dass ich grundsätzlich immer zu spät bin. Und herzlich willkommen auf Twitch. Das ist der erste Koch-Livestream auf Twitch heute Abend. So, das ist doch allein schon bombig, oder nicht? Armin, freust du dich auch? Ja. Bist du auch so euphorisch wie ich? Ja. Tim, freust du dich auch? Ich bin richtig motiviert heute. Ja? Du warst bammel, dass nicht alles funktioniert. Ja? Armin, ja. Schön, dass du dich setzt. Da hinten steht mal ein Wasser, das brauche ich auf jeden Fall, ne? Ja. Du denkst, du könntest jetzt hier so chillen, ein bisschen Dings gucken, ne? So, was kochen wir heute? So ein bisschen italienisch, weil wir haben tatsächlich, ey, krass, Tim, ich habe tatsächlich Kommentare gelesen die Woche. Da haben 2 oder 3 Leute geschrieben, gibt's doch mal wieder was anderes außer asiatisch. Ja, das habe ich auch gelesen. Krass, das haben wir noch nie gehört, oder? Normalerweise, wenn wir mal einen Teller Pasta gemacht haben, die Leute geschrien, wann gibt's denn wieder was Asiatisches? Ja? Deswegen habe ich gedacht, ey, heute Abend wird's so ein bisschen italienisch. Und da ich natürlich ein bisschen Zeit mit euch verbringen will, habe ich mir überlegt, wir können was schmoren. Und deswegen, ich will so meine Variante von einem Stufato machen. Kennt ihr das? Das ist so ein geschmortes Rindergulasch auf die italienische Art und Weise mit geilen Aromen und das schmeckt einfach so schön mediterran. Ein mediterraner Gulasch ist es eigentlich. Und es gibt auch eine kleine Vorspeise, habe ich mir überlegt. Ich zeige euch, wie man ein geiles Vitello Tornado macht. Ne? Ach, wie schön. Der Mete fragt, warum nicht parallel auf Twitch, auf YouTube live. Genau. Wir wollen uns auf Twitch konzentrieren, was die Livestreams betrifft. Das ist einfach die bessere Plattform. Naja, die bessere. Das ist eine sehr gute Plattform, um live zu streamen. Und für YouTube möchte ich eigentlich weiterhin dann diese Talk-Q&A-Streams machen. Das mache ich schon. Aber unterm Strich werden wir aus diesem Stream hier ein Highlight-Video machen. Und das Highlight-Video gibt es dann bei YouTube. Ne? Weil YouTube ist und bleibt meine Plattform, versprochen. Sag mal, ist denn unser Detlef Horn auch im Stream heute? Aktuell noch nicht gesehen. Falls er da ist, kann er sich ja mal melden. Und wisst ihr, was krass ist? Detlef hat heute Geburtstag. Echt? Ja, Mann. Detlef, alles Gute zum Geburtstag, wenn du in diesem Stream bist. Ansonsten bist du ja auf jeden Fall im Highlight. Happy Birthday to you, mein Lieber. Detlef Horn ist der absolute Ehrenmann. Der schmeißt mit Subs um sich und Mitgliedschaften, als ob es kein Morgen gibt. Ja? Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Detlef. Happy Birthday to you. Ehrenmann. Ja. Sehr gut. Boah, ich stehe so. Admin, lass uns doch mal Sellerie zusammen essen. Fabian wäre so stolz auf uns. Ne? Ich mag kein Sellerie. Ich mag kein Sellerie. Als allererstes mal Primitivo. Oh, ist schon offen. Sehr gut. Zeig mal. Darf man saufen auf Twitch? Ja. Ist das so? Nur keine Casino-Streams lassen. Okay. Oh, nee, doch, man sieht die Farbe eigentlich gut, oder? Okay. Die ist schön braun, das wird auf jeden Fall was werden. So, jetzt geben wir hier mal richtig Druck drauf, dann lassen wir das mal aufkochen, lassen wir es ein bisschen Flüssigkeit verlieren und dann machen wir eine ganz klassische Schmorgeschichte draus und machen einen Deckel drauf. Man kann hier nochmal so ein bisschen draufhauen. Da geht's richtig zur Sache. Das riecht dann ganz anders, das gibt dann die ätherischen Öle frei. Das ist tipptopp, ja. Beim Rosmarin machen wir das nicht. Weil beim Rosmarin wollen wir tatsächlich, dass die Nadeln da nicht unbedingt drin rumschwimmen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm auf einer geschmorten Rosmarinnadel. Wo hast du mein Salz hingeräumt? Admin, wo ist mein Salz hin? So, Lele. Ey, was auch immer peinlich, wenn du TikTok aufmachst und als erstes, was du siehst, sind nackte Weiberhintern. mein Lieblingsessen. Das werde ich oft gefragt, was auch klar ist. Die Richtung, wenn ich die vorgeben dürfte, ist das natürlich so alles, was in Asien zu finden ist. Aber mein Lieblingsessen so an sich gibt es nicht. Es gibt eine Top-Liste, was ich mir, aber wir haben uns mit der Community damals schon darauf geeinigt, wenn diese Frage kommt, antworte ich immer, was wäre denn das, was du essen müsstest, wenn du wüsstest, dass heute dein letzter Tag wäre, also die Henkersmahlzeit oder sowas. Und da würde ich gerne einfach Hashi mit Nudeln essen und einen Gurkensalat, also Hashi mit Nudeln, wie meine Mama das macht oder von meiner Mama am liebsten. Und einen Gurkensalat von der Caro, die ihn so macht, wie meine Mutter es ihr gezeigt hat. Das wäre, weiß ich, Hashi, Nudeln, Hashi, Gurkensalat. Tim, können wir es hier oben einblenden? Nein, können wir nicht. Aber hier, guck mal, es gibt ein Video, haben wir gemacht, mit Nudeln, Hashi und Gurkensalat von der Mutti. Der ist ziemlich geil. Was für dich. Komm her. Komm her. Das ist der Tim. Der Tim sorgt dafür, dass ihr was seht. Der ist, wie nennt man das, Kamera Artist. Genau. Bestimmt gibt es da so einen geilen Spruch. Ja? Sidekick von Knossi. Richtig. Grüße gehen raus als geiler TV. Sehr schön, Atman. Sehr schön, sehr schön. Gut. Das kocht weiter. Das ist der Tim.
Und ich stehe am Sonntag hier. Tim kocht am Sonntag. Aber nicht live, gell? Nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall live, sagt er. Nein, dann. Schön, du stellst dich ein bisschen an, gell? Ja, ein bisschen. So. So, probieren Sie jetzt. Ach du Scheiße. Hast du ja ein schönes Stückchen rausgesucht. Ja, ich wollte eigentlich ein kleines Stückchen nehmen, aber. Tut mich so, das ist einfach auch. Also das ist eine 10 von 10. Ehrlich? Das ist krass. Wirklich? Mhm. Ja, wir haben eine 10 von 10. Ich bin begeistert. Das ist krass. Ey, wer den Tim kennt, der weiß, das kommt ihm nicht über die Lippen sowas, ja? Oh, sagt er. Du hast ja... Hm. Du darfst ihn mitnehmen, oder? Ich bin den Leuten die ganze Zeit einen vorschmatzen. Hoffmann Wok. Geiles Teil. Oh, der hat auch schon einen neuen Griff. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, gell? Ich sag dir, das ist echt krass. Das ist der Hoffmann Wok. Geiles Teil. Oft in Benutzung bei mir. Eigentlich fast in jedem Video. So einen verlosen wir. Nickel-Nagel-neu. Okay, Google. Wenn nicht, kannst du es auch. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 100. 66. 66. 69 haben wir. 67. 66. Der Udo Kleber hat die 66. Udo Kleber. Und das war's. Udo Kleber nur hat Udo Kleber die 66. Udo Kleber hat eine 66. Mein Glückwunsch. Mach nochmal hier unten, dass man sieht. Udo Kleber, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, da sind wir wieder. Grüße gehen raus an Fabian. Admin, komm. Clip das. Hä? Clip das. Clip das. Die Frage nach vegetarisch und vegan. Ich versuche mit meinen Videos die breite Masse zu erreichen, logischerweise, weil ich gerne mag, wenn die Videos Erfolg haben, ist ja klar. Es gibt viele vegane Gerichte, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde. Spaghetti mit Tomatensauce zum Beispiel. Ja? Es gibt tausend geile vegane Sachen, die man machen kann. Ist aber auch gar kein Problem. Ich selber habe mit meinem Freund Vega aus Frankfurt den Vegan Soul Food Club gemacht. Könnt ihr euch mal reinziehen bei YouTube. Vegan Soul Food Club. Ich stehe unheimlich auf das Zeug. Es gibt wirklich gute Sachen. In meiner persönlichen Ernährung ist es tatsächlich so, ich verwende halt gern ein Stück Butter, ich will Käse, ich brauche ein Ei. Ja, hat noch nicht Klick gemacht. Und das jetzt tatsächlich irgendwie auf, ich will's nicht, ich sag nicht nein, warum soll ich nein sagen? Natürlich wird es auch vegane und vegetarische Rezepte geben zwischendurch. Ja, warum nicht? Wenn es mir gerade passt und ich Bock drauf habe. Ich will die ganze Zeit schon was mit Tofu machen tatsächlich, aber Mapo-Tofu hat mit Hackfleisch atmen, ja. Ja, kann man Hack weglassen, ist immer noch Tofu da. Ja. Was ist mit Admin eigentlich? Was ist denn mit Admin los? Gute Hendrik. Was ist denn hier los, Alter? Gut, Leute. Also dann vielen, vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer. Auch die, die live dabei waren. Übrigens, Markus, ja, grüß dich. Bist du noch im Chat, Markus, eigentlich? Ja, okay. Also Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich stehe auf, ich bedanke mich, ich ziehe den Hut, den ich nicht auf habe. Es war total geil, mir hat es richtig Spaß gemacht. Und wir müssen ehrlich sein, der Markus, der gerade dazugekommen ist, der hat mich wirklich gedrängt, wochenlang. Mach mal Twitch. Es war viel geiler, als ich gedacht habe, tatsächlich heute. Wir gucken mal, wie das mit Zusammenschnitt für YouTube klappt, ob sich das Leute angucken, ob sich das in irgendeiner Art und Weise lohnt. Der finanzielle und der zeitliche Aufwand, der dahinter steht, ist ein Thema, sage ich euch, wer so viel unterwegs ist wie ich, der muss auch zwischendrin noch was schaffen gehen, ne? Aber wir kriegen das gemeinsam hin. Leute, macht's gut. Danke, wir sind raus und hört euch noch ein bisschen geile Musik an jetzt, ja? Tim? Tschüss.